Willkommen bei einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans. Eigentlich Clash of Clans, aber ihr seht es im Hintergrund. Ich spiele ein wenig Fortnite, denn die neuen Update-Ankündigungen haben ja so ein bisschen was, was ja auch in ganz, ganz vielen Battle Royale-Spielen in ist und auch in anderen Games teilweise schon gekommen ist. Deswegen habe ich das heute mal parallel aufgebaut. Aber ich habe natürlich auch den Browser auf und habe mir jetzt schon mal so ein bisschen geskippt dieses Video hier angeschaut. Also von den Entwicklern. Ich mache das mal ein bisschen leiser. Es wird ein Season oder es gibt Season Challenges. Das sind dann auch die, wie ich das so ein bisschen so in den Bildern gesehen habe, die, die wir jetzt auch gerade haben, die so grün hinterlegt sind. Und deswegen, ja, ich stehe dem Ganzen, muss ich sagen, noch nicht skeptisch gegenüber. Also es ist jetzt nicht unbedingt Zeit, sofort mit Clash of Clans aufzuhören, obwohl ich mal gesagt habe, wenn Clash of Clans so wird wie Clash Royale oder aber auch so wie die ganzen Battle Royale-Spiele hier, wo es natürlich auch viel im Shop gibt, dann ist es Zeit aufzuhören. Dann ist einfach Zeit aufzuhören. Und also wir haben hier die Challenges, die normalen, die wir jetzt auch schon kennen, also die ja jetzt in der letzten und in dieser Woche gespielt wurden. Und man sieht so ein bisschen den Fortschritt. Ihr seht das hier, das ist ja relativ ähnlich, wie es jetzt ist. Allerdings gibt es dann am Ende ganz nette Belohnungen und das, was es natürlich auch gibt. Es gibt dann leider natürlich auch eine, was heißt leider, eine Kaufvariante. Haben sich heute ganz viele darüber aufgeregt oder aber auch nicht. Denn ja, das dürfte, also ich finde, das darf man Supercell nicht krumm nehmen. Supercell ist auch eine Firma und eine Firma, ihr müsst euch mal da reinversetzen. Ihr habt eine Firma. Was wollt ihr mit der Firma? Bestimmt nichts verschenken. Also wer Bäcker ist, der verschenkt morgens sein Brot und seine Brötchen nicht. Der möchte ja gerne Geld mit verdienen. Und genauso möchte man das natürlich in den Games auch. Viele behandeln das natürlich gerne als Abzocke und ja, man will den Leuten nur das Geld aus der Tasche ziehen. Jetzt gibt es noch eine neue Möglichkeit, den Leuten das Gold aus, das Gold, das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, natürlich, das gibt es in allen Spielen. Das ist einfach so. Entweder macht ihr da mit oder ihr lasst es einfach sein. Ich mache hier bei Fortnite zum Beispiel nicht mit, aber ich weiß, dass meine Jungs hier schon eine ganze Menge von ihrem Taschengeld drinstecken haben. Nur für Sachen, die sie im Spiel eigentlich gar nicht weiterbringen. Also der Held wird nicht besser, man kann nicht besser aimen, der Skill wird auch nicht besser. Und aber es gibt hier einen neuen, so wie ich das gesehen habe, einen neuen Storage. Und je nachdem, was du für einen Season Pass halt spielst, es gibt so eine sogenannte Season Bank, in der der ganze Loot jetzt reinfließt. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich hoffe, dass man vielleicht dann doch dadurch ein bisschen mehr erreichen kann. Also im Silver Tier, im normalen 5 Millionen, Gold 50.000, dunkles. Okay, Gold und Elix waren das ja wahrscheinlich eben. Ich gebe das Zeug eigentlich immer aus und ihr? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum ich da jetzt unbedingt 25 Millionen drin bunkern muss, denn ich glaube, so viel sind es im Gold hier. Wir gucken einfach mal weiter rein. Also ich gebe Zeug immer aus, wenn nicht für irgendwelchen Krams, dann meistens für, ja, meistens so für Mauern. Also 25 Millionen Gold und Elex und 250.000 bekommt, oder bekommt man, ich glaube, das bekommt man am Ende, so habe ich das jetzt eben nochmal mitbekommen. Es gibt natürlich die üblichen Verbesserungen, also es gibt Bilderboost, es gibt, wie sehe ich das da, Rescue Boost, es gibt ein Gem Boost, ein Gem Donation wird es natürlich auch wieder geben. Und das, worauf natürlich die Welt gewartet hat, das gibt es am Ende dieses Passes. Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Warum die Spiele ausgerechnet in die Richtung gehen. Ein Gladiator King. Also es ist ein Skin, den man sich hier dann erspielen kann. Nachdem man natürlich den Pass gekauft hat und das Ganze auch durchschafft. Pro Monat gibt es diesen Battle Pass natürlich, wie in den anderen Games auch. Und ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, bei Clash Royale, wer das Game noch spielt, ich spiele es ja ab und zu ganz casual nebenbei. Da kann man mittlerweile ja Emotes kaufen. Ey, Leute, Emotes, das hat nichts mit dem Game zu tun. Das ist einfach nur ein blödes Gimmick. Und ich finde leider, der King kann von mir aus nackt im Dorf angreifen. Nur Schwert in der Hand. Hauptsache, er macht Schaden und tankt. Also ehrlich, ob der jetzt so eine nette Maske hat. Ich meine, klar, Leute, es gibt Leute, die werden darauf natürlich abfahren. Ich werde das vielleicht auch machen mit einem meiner Chars. Werde ich mir den sicherlich vielleicht auch gönnen, kann ich noch nicht sagen. Aber letztendlich habe ich immer so das Gefühl, wenn Entwickler nicht mehr schaffen, irgendwas in das Game
neu reinzubringen oder so, dann wären es plötzlich, dann wären es Skins. Skins, Emotes oder ähnlicher Fummel, den kein Mensch im Spiel braucht, weil es sich überhaupt nicht weiterbringt. Also das bringt niemanden einfach weiter. Das ist einfach nur was fürs Ego. Ich meine, die anderen Sachen auch nicht. Ich habe mir auch das Schwein gekauft, ja. Dieses goldene Schwein oder das goldene Hockschwein. In der Hoffnung, es bringt mir Glück in meiner Base. Aber so ein gefährlicher King hier, oh, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich meine, okay. Wir haben natürlich noch ein bisschen, noch so ein paar mehr Update-Geschichten hier. Für Rathaus 12 vor allen Dingen gibt es ja so ein paar Sachen, die jetzt aufgewertet werden. Ich weiß gar nicht, wo die Stelle ist oder habe ich es jetzt schon übersprungen. Ich skippe auch gerne in diesen Videos. Das sind jetzt noch so ein bisschen die Outtakes. Okay, ist ganz witzig. Ich finde eigentlich die Outtakes immer am witzigsten. Ich kann nicht sagen, mag ich oder mag ich nicht. Das mache ich vielleicht irgendwann mal später. Aber ich denke, wir wollen ja auch ein bisschen Clash of Clans, beziehungsweise ich nehme jetzt ein bisschen Clash of Clans auf und spiele danach wieder ein bisschen Fortnite, wenn ihr damit einverstanden seid. Also ich zeige heute nur Angriffe von mir, also so eine richtige Aids-Ego-Folge ist einfach mal so. Denn wenn Toto schon Sterne holt hier, dann muss ich das einmal mir zeigen. Das ist einfach mal so. Es haben natürlich alle wieder toll angegriffen. Tolle, tolle Pläne. Und das Witzige ist, unser Masterplaner, der ist jetzt schon den zweiten CK nicht mit dabei, weil er irgendwo beruflich sehr stark eingebunden ist. Und der plant hier aber mit uns. Und starke Pläne nach wie vor. Also ich greife im Moment ganz, ganz stark mit Lufttruppen an. Also sei es mit Drachen, Batsbale oder aber auch mit Loons und den Hunden. Sehen wir aber gleich im zweiten Angriff, aber erstmal diesen hier geschaut, also kurz mal gefunnelt, ihr habt das gesehen, kurz mit dem Ice Golem einfach nur den Magierturm hier getankt, dass der mir meine Fledermäuse hier in der Mitte nicht ganz so stark kaputt macht und jetzt hatte ich eine kurze Gedenkminute, was hatte Juli nochmal gesagt, was musst du weitermachen, ach ja, King raus, Queen raus, hier wird jetzt von 6 Uhr nach Richtung 9 Uhr gefunnelt. Und denn dieses Stück hier habe ich eigentlich schon relativ, nicht ganz, ich habe es natürlich jetzt nicht ganz geschafft, komme jetzt aber hier mit Loons, dem Felsenwerfer und den nach wie vor sehr, sehr starken Drachen auf Rathaus 12 in diese Base rein und muss jetzt allerdings jetzt auch hier, ich nehme den Warden dann trotzdem, ich weiß, ich nehme die Wardenfähigkeit dann trotzdem, denn ich möchte immer ganz gerne die Loons retten, nicht unbedingt die Drachen. Die Drachen überleben das, aber ich hatte ja nun doch eine Masse Loons hier drin und habe mir den zweiten Fries jetzt mal wieder für unseren Nervzwerg hier, den Feger, aufbewahrt. Eigentlich sollte der auch noch für eine andere Stelle gewesen sein, aber ich glaube mal an der Stelle war er, glaube ich, ein bisschen, war ein bisschen angenehmer und so ein bisschen fliegt hier außen rum. Queen ist noch dabei, aber jetzt habe ich auch nur noch hier eine Luftabwehr. Glücklicherweise macht dieser Drache die, denn die hätte mir noch ein bisschen gefährlich werden können, aber der Rest, ja, war da mal Geschichte. Ja, und wenn du einen Klankrieg entscheiden kannst, und tatsächlich war ich diesmal ohne jetzt irgendwo eingebildet zu wirken oder so, war ich mal nach 100 CKs oder so der Keychanger hier. Das ist so selten und deswegen muss ich das einfach mal festhalten. Denn von 100 oder 200 Angriffen gelingt mir mal einmal so ein Ding hier, beziehungsweise tatsächlich sogar zweimal. Und was beim zweiten Angriff eigentlich so witzig war, das muss das mal kurz anhalten, auch meine Leute haben das nicht verstanden. Also, ihr werdet gleich sehen, dass ich den ersten Angriff so ungefähr eine Stunde vor Schluss gemacht habe. Dann hat man nicht mehr lange Reckzeit für die Helden und natürlich auch für die Truppen, aber die bauten sowieso schon in der Pipe. Aber ich habe mich dann entschieden, eine Viertelstunde vor Schluss zur Pizzeria zu fahren. Ich hatte, beziehungsweise ich habe gedacht, ich habe Nudelhunger und entschuldigt bitte, ich habe Nudelhunger und bin dann zur Pizzeria gefahren oder zu irgendeinem Ringdienst hier, keine Ahnung. Bin dort angekommen, habe kurz bestellt, weil ich ja in etwa wusste, ich will irgendwas haben, Nudeln, möglichst ohne Fleisch, was auch immer. Also bestellt, habe mich hingesetzt, Handy angemacht. Okay, 10 Minuten Toto. 10 Minuten Zeit, dann noch ein bisschen geguckt. Ah, ich musste noch einen Angriff warten. Tatsächlich ja sagen die mir 10 Minuten Verschluss. Toto, warte mal noch. Ja, alles klar. Habe ich dann gewartet und als ich dann mein Essen bekam, hatte ich glaube ich noch, da waren es glaube ich 10 Minuten, als ich glaube ich mein Essen bekam. Entschuldigt, das war ein bisschen anders. Als ich mein Essen bekam, waren es noch 10 Minuten. Ich habe also gedacht, Angriff in der Pizzeria machst du nicht, sonst werden deine Nudeln auch kalt. Also ich nach Hause geflitzt, komme hier an und gucke direkt auf mein Handy, noch im Auto. Denke so, Alter, 4 Minuten, okay, 4 Minuten. Reingegangen, Gabel geholt, hier oben hingegangen, Essen hingestellt, Tablet angeworfen, 2,5 Minuten. 2,5 Minuten und dann sagt mir der Juli,
bitte guck den Angriff von vorher. Wie soll ich denn das machen, den drei? Wie soll ich einen 3 Minuten Angriff vorher gucken? Also konnte ich das an der Stelle nicht wirklich machen, aber ich habe mir nur den Anfang angeguckt und habe genauso angegriffen, wie ich glaube, Frieger war noch kurz vor mir dran. Und so, ich glaube, 30 Sekunden oder eine Minute vor Schluss habe ich dann diesen Angriff hier gemacht. Das soll mir auch nicht wieder passieren, denn ich habe hier wirklich auch gesessen und habe, hoffentlich wird das was. Ich meine, ihr werdet das jetzt sehen, so stark ist die Base jetzt noch nicht, aber es sind schon etliche ran gescheitert und auch schon so ein paar Dips sind an diesem Abend an dieser Base hier gescheitert. Also alles am Ende Edelscouts, so will ich das ja mal sagen, mit, weiß ich nicht, 80%, 96% und. Aber uns fehlte einfach noch ein Stern. Uns fehlte ein Stern. Prozentual war da, glaube ich, nichts zu reißen. Müsste ich gleich mal reinschauen. Und also hier gefunnelt mit Maschine, Golem davor. Ein paar Bowler hatte ich dabei. 2 Magier jetzt noch und die Queen glücklicherweise. Sie macht mal das, was sie tun soll, nämlich die beiden Drachen hier. Ich habe sie vorsichtshalber gezündet, denn wenn die beiden auf einmal abpusten, dann war es das mit meiner Queen, auch wenn sie Level 60 ist, glaube ich. Also habe ich hier noch die Luftabwehr bekommen und den Feger sogar noch bekommen. Jetzt habe ich nur noch eine Luftabwehr hier. Das ist echt nice gewesen. Also eine Luftabwehr und dann Tons of Loons hier reingebracht mit den Hunden jeweils. Die eine Luftabwehr ist natürlich jetzt schon weg. Jetzt tanken die natürlich alles, was da an defensiven Gebäuden steht. Und ich wusste auch, dass hier der Gegner in dieser Base hier alles auf Luft hatte. Also jegliche blöde Falle, die du in so einer Base haben kannst, hatte der auf Luft. Ich habe meinen Warden da gezündet. Ja, ich weiß, es war, glaube ich, ein Rathaus 2 oder ein Rathaus 3 an der Stelle. Also ein Rathaus 12 mit zweiter oder dritter Ausbaustufe. Genau weiß ich es gar nicht mehr. Und habe es aber vorsichtshalber doch gemacht, weil ich war irgendwie noch so im Sinn. Alter, das ist ein 5er Rathaus. Naja. Oha, jetzt habe ich einmal gerade mal ganz doll lesen müssen. Da musste ich euch das Ganze einmal gerade pausieren. Und also wenn ich dann schon mal 6 Sterne hole hier, dann ist es das auch mal einmal im Jahr wert, dass ich das zeige. Aber ich habe noch einen netten Angriff gleich mal vom Gegner. Also diesen Clankrieg haben wir tatsächlich gewonnen. Mit 66, 65, ich glaube, prozentual war der Clan, nämlich der andere Clan, vor uns. Und ihr seht, dass die War-Events, also meinen vorletzten habe ich dann gemacht, 6 oder 55 Minuten vor Schluss, also meinen ersten, ach nee, da bin ich angegriffen worden, hier war es, 1 Stunde 7 Minuten. Also hier habe ich meinen ersten Stern geholt, ich glaube, Peter hat da noch 2 nachgemacht. Hier noch einen dritten rausgeholt und dann hat der Gegner noch seine Sterne gemacht. Chuck hat auch nochmal, oh, der Zehner war richtig, richtig gut und der hat mal so richtig, richtig Pech gehabt. Tut einem dann auch ein bisschen im Herzen weh, denn ich glaube, die Nummer 10 hier vom Gegner, der hat einen 97 und einen 98 hingelegt. Das ist echt mal bitter. Und dann hat der Gegner letztendlich nichts mehr irgendwo geholt und uns fehlte einfach dieser eine Stern und der Toto hat es mal gerissen. Okay. Mein Gott, sei mal dahingestellt, ihr habt jetzt ein bisschen Clash of Clans gesehen, wenn auch nur Rathaus 12, aber ich wollte noch tatsächlich auf den letzten Clankrieg rein, den haben wir nämlich auch gewonnen, gegen die Abriss GmbH, habt ihr vielleicht noch im Livestream gesehen, am Sonntag, habe ich ja live gestreamt, oben wie immer die Verlinkung, und habe mich da bei Olli einfach mal eingeklinkt, war sehr, sehr nett, muss ich sagen, und auch hier 52-50 gewonnen, aber ich habe hier einen Angriff eigentlich vom Gegner, deswegen steht auch der Titel oder Hexe ohne Plan noch so als zweiter Titel mit drin. Und jetzt muss ich mal eben schauen. Ich glaube, es war ein Angriff auf unseren Matze, auf den Swash hier von der Nummer 8. Ich kann euch wirklich sagen, wir haben hier gelegen. Und ich glaube, der Gegner hat sich auch kaputt gelacht. Ich meine jetzt nicht, er hat sich nicht kaputt gelacht, weil er jetzt diesen Angriff nicht so dolle gemacht hat, sondern eher über die echt verpeilte Hexe hier. Ich habe hier gedacht, okay, das hast du jetzt auch noch nicht gesehen. So eine verpeilte Hexe, die einfach gar nicht mehr wusste, wo ist eigentlich hier vorne und hinten, wo muss ich hin, was machen meine Skelette? Das ist aber nicht der KI, glaube ich, zu schulden, dass die Hexe jetzt irgendwie so blöd ist wie ich. Nein, sondern das hat eher damit zu tun, dass da unten ganz, ganz viel schon weg war. Und schauen wir mal. So, sowas nimmt mein Mikro auch nicht mehr auf. Also schauen wir mal eben rein. Und ich gehe einfach mal größer rein hier. Denn jetzt kommt gleich da kam sie jetzt, glaube ich, gerade schon ins Bild. Ich glaube, es ist die Hexe hier unten.
hinter den einem Ebola hier ganz dicht dort am Warden. Und ich glaube, die ist dann irgendwann verwirrt. Ich glaube, es war sie. Ja, da rennt sie zurück. Und jetzt geht das ganze Spektakel eigentlich los. Also erstmal hier hin. Und dann wieder zurück. Also, was macht die Hexe denn jetzt? Also, ihr könnt euch vorstellen, und ihr seht ja, wie lange das gedauert hat, ja? 1:40 hat die exakt das gemacht, was sie gerade macht. Exakt das gemacht. 4 Skelette gespawnt. Und die gehen alle drauf. 4 Skelette gespawnt. Dann geht sie wieder zurück. Und das hat die wirklich die ganze Zeit gemacht. Wir haben ihr wirklich am Boden gelegen. Das sieht man doch dann schon, glaube ich, sehr, sehr selten, dass man das dann vor allen Dingen auch mitbekommt. Aber es war ja zur Schlussphase des Clankriegs und das kennt ihr sicherlich selber aus euren Clankriegen, die Schlussphase, wenn es dann so eng ist, die guckt man dann immer, glaube ich, so ziemlich jeden Angriff. Also zumindest sind wir dann immer sehr, sehr stark hier vertreten, weil wir noch unsere letzten Angriffe machen. Und aber ihr seht das, ich mache das jetzt mal auf vierfach, denn auf vierfach sieht das auch nett aus. Also hinher, hinher. Schade auch, der AVGVSTUS hat das sicherlich hoffentlich auch gesehen, wenn nicht, vielleicht teilt sie mit oder so, keine Ahnung. Aber ich fand das schon sehr, sehr witzig und wir haben wirklich, ja, ein bisschen gelacht hier. Clash of Clans soll ja auch noch was zum Lachen sein, auch wenn der Battle Pass kommt. Ich habe es dann hier auch, glaube ich, mitbekommen in den Events. Ah, nicht in den Events, wir sind ja im Moment im Hexen-Event, sondern die Season Challenge und habe mir schon, als ich das Bild schon gesehen habe, habe ich gedacht, oh, einige hatten ja schon über diesen Button hier diskutiert, der wurde ja schon irgendwo geleakt und ich hatte eigentlich gedacht, man kann sein Dorf selber angreifen oder sowas, keine Ahnung, aber dahinter versteckt sich also der Battle Pass. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das Ganze hier weitergeht. Zeit zum Aufhören ist, denke ich mal, noch nicht, glaube ich zumindest nicht bei Clash of Clans, aber ich werde das ganze Zeug hier jetzt, glaube ich, wie immer für euch einfach ein bisschen schneiden. Wenn es euch also gefallen hat, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Wer neu ist im Kanal, abonnieren nicht vergessen, Glocke anmachen, dann verpasst ihr kein Video und auch keinen Livestream von mir, beziehungsweise die Mittwochs-Livestream auf Twitch, die verpasst ihr leider, weil ich sie nirgendwo ankündige. Ist natürlich auch immer ein kleiner Fehler von mir, aber ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Und ich würde sagen, mal sehen, wie das Ganze weitergeht. Sie haben übrigens gesagt, dass das Ganze kein April-Schätz ist, dass es tatsächlich am 1. April kommen soll. Ich bin wirklich gespannt, ob es so sein wird. Und bis dahin, euer Toto. Clasht und spielt jetzt aber weiter Fortnite. So ist das nun mal.